Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, nach Zürich, so das Ergebnis einer neuen englischen Studie. Manche Wiener kümmert das aber wenig, sie wollen vielmehr aus Wien New Orleans machen und aus dem Fasching Mardi Gras. Aus Fasching Montag wird Mardi Gras. Eine alte Tradition aus den amerikanischen Südstaaten lebt in Wien auf, wenigstens für eine Nacht und auf Wunsch der Modedesignerin Doris Einetter, die zur etwas anderen Fashion-Show ins Szenelokal Barbaro lud. Mardi Gras. Das ist französisch, das bedeutet der fette Dienstag. Wir haben zwar erst Montag und zwar 20 Uhr, aber ich bin sicher, dass wir bis Dienstag fett sind. Dafür sorgt ein eigens angereister Kult-Barkeeper aus New York, sowie die aus Österreich stammende Barlegende Albert Trummer, der feurige Kostproben seines Könnens gab. Ich lebe seit 2000 in New York und möchte ihm durch meine Connections und, anbieten. Wir haben ein Fashion-Designer-Hotel, das Chambers, und da möchten wir die nächste Fashion-Show machen. Nicht alle trugen ihren Plastikbusen zur Schau, manch aber echt. Der zwar nicht, aber dafür modelt Adriana Zartl ja auch für einen Schönheitschirurgen und nicht wie diese grazilen Schönheiten für eine beliebte Designerin. Doris Einetter ruft und alle kommen. Warum ist das so? Weil sie einfach super, super geile Sachen hat. Das hat Valentino auch und ich glaube SK, da kann man auch nicht meckern, oder? Trotzdem, Doris ist Doris und es ist einfach, man fühlt sich super wohl in ihrer Sache drinnen. Ob es modern oder sexy, sie hat alles drinnen, ja. Außerdem könnte sie locker mit diesen Herren und Damen konkurrieren, überhaupt kein Problem. Ja. Sie ist eine ganz große, die eine extreme Energie momentan entwickelt hat und eigentlich momentan überall präsent ist und ich glaube so wirklich einen neuen Schwung in die Stadt reinbringt. Also weg von großen internationalen Labels, sondern wirklich was Eigenes, von der Linie auch komplett Neues und vor allem Power und Kraft und Farbe und sehr beeindruckend. Welche Farbe dominiert in diesem Sommer? Es gibt keine spezielle Farbe, bunt. Es ist alles bunt, es ist schrill, es ist laut an sich von der Farbstellung und das ist natürlich ganz meins. Was mich schon immer interessiert hat, wer bestimmt das eigentlich? Wer von euch Modedesignern sagt denn, heuer ist im Sommer alles bunt? Oder kommen da alle gleichzeitig auf dieselbe Idee? Bestimmen tut es eigentlich der internationale Jet Set. Der internationale Jet Set gibt uns eigentlich das Modediktat vor. Also, wenn Madonna egal, zur Oscarverleihung geht und da was anhat, dann... So ist es. Also meine Erfahrungswerte, egal was auf den internationalen Shows präsentiert wird, die wohl eine Richtlinie sind, ja, aber das tatsächliche Modediktat wird gemacht vom internationalen Jet Set. Er nennt sich selbst zwar einen Modemuffel, sieht aber nicht aus wie einer. Meine Kleidung bezahlt die größte Rundfunkanstalt des Landes. Und ist sogar interessiert daran, weil das gibt einen Werbedeal, dass ich das auch privat trage. Also ich habe mir schon lange nichts mehr zum Anziehen gekauft. Und wenn jemand meint, ich bin geschmacklos gekleidet, dann bitte ich, diese Beschwerde an 5 hochbezahlte Kostümbildner zu richten. Das steht uns auch zu, diese Beschwerde, weil du bist ja gekleidet durch unsere Rundfunkgebühren. Ja? Richtig. Du zahlst? Ja, ja. Ich zahle dich. Ist das ein Wahnsinn. Also jetzt kann ich Ihnen zeigen, was Dominik Heinzl zahlt. Es ist... Dieser Teil der Krawatte, ja, etwa 4 Quadratmillimeter, diesen Teil der Krawatte zahlt Dominik Heinzl. Aber man wenigstens, welche Marke er hat. Was ist das? Baumwolle. Den kenne ich. Daniel Hechter, Kleidung ist sehr wichtig, weil stell dir vor, wir müssen so herumlaufen, wie wir wirklich ausschauen. Die eine der Models tun genau das, bei ihnen sieht es aber gut aus. Die getragenen Textilien kommen jetzt allesamt nach New York, wo Doris Einetter eine internationale Karriere versucht. In New York gibt es schon einen österreichischen Designer, der heißt meines Wissens Helmut Lang. Ist noch Platz in dieser Stadt für eine zweite? Für einen weiblichen immer. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es zu keinem Ausrutscher kommt.